Hey meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Play Review. Heute mit ihm hier, dem Spieler, weswegen Erling Haalands Totzkarte um 500k gedroppt ist. Der Spieler, der letztes Jahr eine überragende Showdown-Karte hatte, Baut Weghorst. Oh mein Gott, ich muss aufstoßen die ganze Zeit, es tut mir leid. 1,97 Hoho Work Rates, 4-Star Skills, 5-Star Weak Foot, anhaltend kontrollierter Antrittstyp und spielt in der Premier League für den FC Burnley. Auch erst wieder jetzt seit 1. Juli, davor war es ja Hoffenheim. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich glaube, das wird schon besser sein, dass er eben wieder die Premier League Links hat. Mit dem Engine bleibt er auf Lengthy und kriegt eben ein gutes Boost auf die Werte, die er halt einfach noch braucht. Genau, aufs Dribbling, vor allem Beweglichkeit, Balance, das waren so die Punkte, die auf jeden Fall Bedarf haben. Und das Dribbling an sich wird auch nochmal geboostet um plus 8. Also da geht der Dribblingwert dann schon ordentlich nach oben. Er hat 99 Kopfballpräzision, 97 Sprungkraft, 99 Stärke, Aggressivität und überragende Schusswerte. Weitschuss ist vielleicht ein bisschen so ein Downer, kann man auf jeden Fall sagen. Aber ansonsten sind das überragende Werte. Wenn jetzt Haaland gewinnen sollte, Stand jetzt weiß ich es nicht, die spielen in 20 Minuten, kriegt er ein Plus 1 und ein Playstyle Plus dazu. Das ist natürlich schon, also wenn sie natürlich, doch wenn sie gewinnen, kriegt er ein Plus 1 und nochmal ein Playstyle Plus dazu. Das ist schon heftig. Er hat jetzt schon den Powershot auf Plus, den Raserei auf Plus und Aerial Plus. Dazu Powerkopfball, Lupfer, angstehender Schuss, Schnittstellenpass, First Touch und Trivela. Also sehr, sehr, sehr gute Playstyles für einen Stürmer. Und wir gehen einfach rein in die Weekend League und gucken uns die Karte an. Und am Ball fühlte sich so im ersten Moment eigentlich echt nicht schlecht an. Also da kann ich wirklich bis jetzt konnte ich da nichts Negatives feststellen. Oh ja, das Geschenk nehmen wir an, die Ecke. Die kommt ganz genau auf seine Stirn. Da hat der Gegner gar keine Chance, irgendwas zu machen. Und so geht der Ball dann rein. Und der ist auch drin, dieser Kopfball. Wie ein Schuss geht er rein. Holy shit. Und ja, der hätte auch durchaus reingehen dürfen. Der hätte ja noch laufen können, ja, aber der war schon nicht schlecht, dieser Schuss. Und dafür ist er natürlich gemacht. Und der darf reingehen. Der darf reingehen. Der soll reingehen. Da war ich vielleicht ein bisschen überhastet. Hab dann verkackt im Zielen. Aber holy shit. Der macht ordentlich Alarm da vorne. Oh, der Pass kam sehr, sehr gut. Der Gegner hat schon keinen Bock mehr. Aber der Pass war sehr, sehr, sehr stark. Quittet er? Ja, er quittet. Okay. Moment mal. Bevor es hier weitergeht, möchte ich dich auf diese Statistik hier hinweisen. 73% dieses Kanals sind neue Zuschauer. Also sei auch du einer von der guten Seite von diesen 27% und drücke jetzt auf den Abonnieren-Knopf und wir sehen uns beim Video. Bis dann. Oh ja, also wirklich, die Kopfbälle mit ihm sind absolutes Monstrum. Und er ist im Kopfball-Duell einfach ein Monster. Der haut die alle rein. Bei einer Größe von 1,97 kann man das auch erwarten. Also fühlt sich wirklich sehr, sehr, sehr beweglich an. Der macht das gut. Oh, Mbappé! Holy shit! Ja, und der Gegner quittet bei 0-0. Das sind mir die allerliebsten. Wie heißt denn der Dude hier? Lucayo, war das sein Name da? White, 23, 24, 23. So schlecht, die Typen, Alter. Die bei 1-1 in der Quali quitten, ey. Und ihr kennt meine Videos, ihr kennt meine Elfmeter-Statistik, die ist immer unfassbar schlecht. Wir hauen das Ding einfach in die Mitte. Und ja! Ja, Mann! Ja, Elfmeter. Ich kann die Dinge einfach reinhauen, wie ich möchte. Das sind immer Elfmeter, diese Kopfbälle. Holy shit! Also mit einem Haaland waren die nicht so krass. Oh, der ist so brutal. Wenn der einmal vorbei ist, kommt da keiner mehr ran. Und er macht hier einfach ganz locker easy seinen lupenreinen Hattrick. Holy shit. Ja, auch defensiv. Er hat halt diese Präsenz auf dem Platz. Diese Größe und auch eine gewisse Passfähigkeit, wie wir hier sehen. Also er ist halt auch spielerisch sehr stark. Oh Gott, da haben wir den Gegner nass gemacht. Und trotzdem wird es nicht belohnt.
Aber eben, er bringt halt auch, er ist so der erste Verteidiger, wie wir hier wieder sehen. Und das ist dann die Möglichkeit für solche Momente. Und das ist so, so wertvoll in der Offensive. Also er, spielerisch, er ist super gut am Ball. Er fühlt sich gut am Ball an. Er hat dieses gewisse Extra. Im Dribbling irgendwie, er fühlt sich auf jeden Fall besser an als ein Haaland am Ball. Das macht er schon richtig, richtig gut. Vor allem mit solchen Pässen. Er ist halt auch spielerisch super wertvoll. Boah, sehr gut gemacht, wer sich da noch durchsetzt. War irgendwie nicht so gewollt, aber er macht es stark. Super Pass. Super Pass, der muss und der geht auch rein. Weltklasse gemacht. Weltklasse von Wout Weghorst, wie er da den Ball weiterleitet. Ja, wie gesagt, hier am Spielaufbau sich zu beteiligen, ist auch so eine Sache, die er sehr, sehr, sehr gut macht. Und Ronaldinho, schade. Ja, da ist er eiskalt vorm Tor, macht die Murmel rein. Und das ist sein Jubel übrigens. Na gut. Ja, den Abstauber nimmt er mit. Macht das da ganz easy. Und aus irgendwie keiner Chance entsteht da ein Tor, weil Weghorst genau richtig steht. Oh ja, so einfach bringt man Weghorst in Szene und den Powershot wegen Tor verstellen. Verkacken wir. Oh ja, der muss. Oh, was? Da war jemand anderes noch davor dran? Ja, diesmal macht er ihn. Richtiges Pressing da gespielt die ganze Zeit und dann haut er ihn eiskalt rein. Ja, 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 da ist die Entscheidung. Und der Gegner quittet jetzt erst. Warum nicht direkt von Anfang an? Egal. Ja, Leute, was soll ich euch zu dieser Karte sagen? Er ist absolut geistesgestört. Er hat in 4 Spielen 11 Tore und eine Vorlage erzielt. Das ist schon sehr brutal. Das hat ein Haaland bei mir nicht geschafft. Er hat in 80 Spielen 54 Tore und 18 Vorlagen. Da wird sich also noch zeigen, wie es nach der Weekend League vielleicht für Weghorst aussieht. Und vor allem auch, ob Haaland hier gewinnen kann. Das wäre natürlich schon ein heftiger Boost, nochmal ein Plus 1 und ein Playstyle Plus. Wahrscheinlich wird es ein unnötiger Playstyle sein. Und keine Ahnung, was weiß ich, keine Ahnung, Deadball oder so ein Scheiß. Aber auf jeden Fall ein Plus 1 kann nicht schaden. Das macht ihn noch tödlicher und ich bin damit raus. Abonniert den Kanal. Bis dann und tschüss.